Ja Leute, heute bauen wir einen Subwoofer ein in einen BMW E36. Das ist jetzt speziell natürlich für den E36 das Video, kann aber auch auf alle anderen Fahrzeuge angewendet werden, die eine Batterie vorne im Motorraum haben. Schöner und einfacher ist natürlich, gerade bei BMW-Fahrzeugen, die Batterie hier hinten im Kofferraum haben. Da braucht man die große Arbeit sich nicht machen, das Kabel komplett einmal durch den Motor oder durch den Motorraum und durch den Innenraum zu verlegen. Wir machen es jetzt aber hier und fangen als erstes mal damit an, uns einen Weg zu suchen, um das Kabel einmal komplett durchs Auto durchzulegen. Und da beginnen wir als allererstes damit, die komplette Innenausstattung auf der rechten Fahrerseite rauszubauen. Das heißt, Fahrersitz raus, Rücksitzbank raus, Seitenteil raus. Wie das geht, seht ihr bei uns im Video, das letzte Woche gepostet wurde, und zwar die Lederausstattung einbauen bei B36. Ja, Leute, als erstes, wie schon gesagt, muss das große, dicke Pluskabel von der Batterie einmal komplett verlegt werden durchs Fahrzeug in den Kofferraum. Und damit verlegen wir auch noch gleich das blaue Remote-Kabel vom Radio auch in den Kofferraum. Wir haben, wie schon gesagt, schon mal vorgearbeitet und die Innenausstattung komplett rausgerissen. Und wir fangen jetzt am besten mal hier damit an, die Fußmatte zu entfernen und schauen als erstes mal, wo wir hier unten vielleicht einen Weg finden, um das Kabel durchzubringen. Die Verkleidung ist hier unten nur gesteckt. Die könnt ihr einfach rausziehen. Zumindest bei dem Fahrzeug hier der Fall. Und jetzt schaut ihr hinter den Teppich, indem ihr diesen einfach nur nach hinten wegzieht. Um euch noch mehr Platz zu verschaffen, baut ihr auch noch das Handschuhfach am besten aus. Jetzt baut ihr am besten die Batterie vorne auch noch aus, um euch jetzt hier dann später Platz zu verschaffen, um noch mal besser sehen zu können, wo ihr am besten in den Innenraum kommt. Hier seht ihr jetzt dieses Loch praktisch, das in den Innenraum führt, das hier zugemacht ist. Hier kommt normalerweise das Pluskabel durch, wenn die Batterie des Fahrzeuges sich im Heck befindet. Und hier unten seht ihr genau den weißen Punkt, der dann im Innenraum landet. Um dieses Loch jetzt durchzubekommen, damit ihr das Kabel verlegen könnt, müsst ihr euch nur was Langes nehmen, um es durchzustechen, denn das hat eine Sollbruchstelle und bricht sofort durch. Jetzt könnt ihr das Kabel einfach vom Motorraum dann nach innen durchlegen. Ja Leute, wenn ihr das Kabel jetzt hier durchgelegt habt, dann müsst ihr euch einen Weg suchen, wo ihr es Richtung Kofferraum legt. Dafür müsst ihr als erstes noch diese Leiste entfernen. Dafür einen Schraubenzieher zur Hand nehmen und das Ganze mit etwas Gewalt rausklipsen. Jetzt verlegt ihr das Kabel einfach unterm Teppich einmal schön durch. Jetzt gehen wir hier einfach weiter und verlegen das Kabel hier oben Richtung Kofferraum. Da sind immer eigentlich Öffnungen Richtung Kofferraum bei jedem Fahrzeughersteller, wo man durchkommen kann. So. Und jetzt lassen wir es hier oben einfach rauskommen. So, nachdem ihr das Pluskabel jetzt schon mal vorverlegt habt, bauen wir das Remote-Kabel ein. Hier ist wichtig, dass ihr das Kabel vom Pluskabel getrennt einbaut. Das heißt, jetzt nicht den gleichen Weg nehmt und es daneben liegt, weil hier fehlt eine Abschirmung. Da müsstet ihr euch einen
abgeschirmtes Kabel kaufen. Denn die Plusleitung, gerade so eine dicke Plusleitung, baut ein ordentliches Magnetfeld auf und es würde zu Störungen kommen. Also ihr hättet einen Rauschen oder ja, keine angebrachten Laute im Subwoofer. Deswegen bauen wir es über die Mitte ein und dafür bauen wir einfach die Mittelkonsole schnell aus. Die ist recht schnell ausgebaut. Eine Kreuzschlitzschraube hier. Nur noch den Sack für die Handbremse durch und fertig. Und jetzt könnt ihr das Remote-Kabel eigentlich schon mal ungefähr von der Länge abpassen. Macht es lieber ein bisschen länger als zu kurz. Dann könnt ihr es hier unter die Verkleidung schieben. So, und auf der Seite führen wir es hier erstmal unter den Mitteltunnel nach hinten durch. So, wenn ihr es jetzt hier durchgelegt habt, dann könnt ihr das Kabel einfach über die Mitte zwischen den zwei Sitzbänken dann später durchlegen. Jetzt schließen wir zuerst das Remote-Kabel an. Dafür müssen wir das Radio natürlich ausbauen. Und verlegen jetzt das blaue Kabel einmal hier durch. Jetzt steckt ihr die Cinch-Stecker zuerst an. Hier wichtig nur beachten, dass ihr später am Subwoofer dann oder an der Endstufe beziehungsweise die Farben gleich anschließt, also weiß auf weiß und rot auf rot. So, und danach muss noch die Remote-Leitung angeschlossen werden. So, und jetzt müssen wir noch das kleine Remote-Kabel an die Plus-Leitung vom Radio mit anbauen. So, nachdem ihr jetzt alles am Radio angeschlossen habt, könnt ihr dieses auch wieder einbauen. Und danach die blaue Leitung einfach hier hinten so verlegen, dass sie später beim Einbau des Handschuhfaches nicht stört. So, jetzt ganz wichtig, jetzt schließen wir die Sicherung vorne bei der Batterie an das Buskabel an. Dafür müssen wir dieses erstmal durchschneiden. Und dann auch etwas abisolieren. Dann können wir das jetzt schon mal an die eine Seite des kleinen Sicherungskasten anschließen und auch schon mal zuschrauben. So. Das gleiche machen wir jetzt dann noch mit dem Ende, führen das dann hier ein und dann ist der Sicherungskasten schon eingebaut. So, nachdem ihr jetzt alle Kabel vorverlegt habt praktisch, kommt als erstes der Kondensator ins Spiel. Positiv und negativer Eingang und Ausgang. Positiv natürlich die dicke Plusleitung dann hier anschließen. Dann kommt auf der Seite dann das Massekabel raus, welches wir dann hier auf einen guten Massepunkt an der Karosserie legen werden. Das sehen wir dann gleich. Und hier gehen dann die Ausgänge zur Endstufe heraus. So, also als erstes die Plusleitung anschließen. Natürlich alles mit abgeklemmter Batterie
und festschrauben. Und das gleiche machen wir jetzt noch mit der Masseleitung. Jetzt suchen wir uns für die Masseleitung einen guten Massepunkt an der Karosserie. Hier bietet sich zum Beispiel das am Scheinwerfer an. Hier ist natürlich nur wichtig, dass ihr jetzt außen herum auf der Karosserie den Lack entfernt, damit hier dann ein guter Massekontakt gewährleistet ist. Das macht ihr am besten mit einer Drahtbürste oder sowas ähnlichem. So, nachdem ihr das jetzt hier schön blank geschliffen habt, könnt ihr dann das Massekabel hier drauf geben und auch festschrauben. Danach ist nur wichtig, dass ihr, wenn es an der endgültigen Position ist, das Ganze von außen mit ein bisschen Lack wieder versiegelt, dass das Ganze nicht das Rosten anfängt. Jetzt müssen wir vom Kondensator zur Endstufe noch ein Kabel legen, das wir als erstes mal am Kondensator anschließen. Hier genau das gleiche wieder, ein Kabel minus und ein Kabel plus. Am besten merkt ihr euch dann eine Farbe. Ich nehme jetzt mal plus mit weiß her. So, und das Kabel muss dann an die Endstufe, einmal die Plusleitung und einmal die Minusleitung. Das heißt, hier tun wir dann das weiße Kabel hinmachen und hier das nicht markierte und dann geht's weiter. Jetzt muss auf der Seite hier nur noch das Remote-Kabel, das vom Radio kommt, auch noch angeschlossen werden. Und auf der anderen Seite natürlich noch die Cinch-Kabel, die vom Radio kommen, in den Input-Eingang. Als allerletzte Amtshandlung, bevor wir ihn testen können, müssen wir jetzt nur noch den Subwoofer natürlich anschließen. Auch einmal Plus und einmal Minus. Hier machen wir das Gleiche, wenn wir die ähnlichen Kabel verwenden. Das mit dem Weiß verwenden wir wieder für die Plusleitung. Und das ohne Markierung für die Minusleitung. Und jetzt nur noch die beiden Kabel Plus auf Plus und Minus auf Minus am Subwoofer anschließen. Und jetzt können wir die Batterie im Motorraum wieder einbauen. Ja Leute, wie man unschwer gesehen hat, es hat funktioniert. Wichtig, jetzt nur noch den Subwoofer im Kofferraum fixieren, dass er euch nicht umeinander flattert. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, einen Kommentar und ein kostenloses Abo für euch. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.